Sie konnten nicht weiter. Ihre Hingabe rührt mich sehr. Ich zweifle an Ihrem Verstand. Hat denn keiner von euch Mitgefühl? Nicht für Narren, die dir folgen. Folgen wir ihm nicht auch gerade? Zumindest folgen wir nicht diesem Narren Raiden. Dann wären wir längst tot. Du magst rennen wie der Wind, Kabal, aber ich beherrsche ihn. Ein besserer Plan hätte nicht geschadet. Es geht noch weiter. Nicht einmal sie kann euch helfen. Zu langsam. Ich habe mehr erwartet, Fujin. Fight! Erfülle ich jetzt deine Erwartungen? Cetrion muss auf dem Weg sein. Sindel und ich beschäftigen sie. Ihr beiden holt die Krone. Sag mir, Zauberer. Wann wirst du uns betrügen? Dein Misstrauen amüsiert mich. Wenn es geschieht, sind wir bereit. Tu mir einen Gefallen, Fujin, und halte dich da ernsthaft zurück. Du auch, Zauberer.
passend, dass wir uns hier wiedersehen. Wo du mich eingesperrt hast. Mich fast totgeschlagen hast. Verdammt, dafür werde ich mich revanchieren. Du bist so gütig. Bihan? Sehr nett. Aber unzureichend. Im Tempel habe ich dich besiegt, Fujin. Dank Kronika bin ich jetzt noch stärker. Du hast den Kampf nicht gewonnen. Du bist weggelaufen. Feind! Dieses Mal hättest du auch flüchten sollen. Versprechen darf man nicht trauen, Jackson. Bihan, Kano, Shao Kahn, sieh dir ihre Schurkentruppe doch mal an. Das steht dir nicht zu, Fujin. Nicht, wenn du dich mit Cheng Sung einlässt. Fight. Ich werde nicht scheitern. Kronika wird deine Wunden nicht heilen, Jackson. Verflucht, Fujin. Du kennst mein Leid. Kronika kann das alles vielleicht verhindern.
Nicht nur für mich. Auch für Jackie. Und Vera. Scheiße. Du bist ein Gott. Du kannst nicht verstehen, wie sich das anfühlt. Weißt du, ich hatte nur einmal Streit mit Raiden, als ich den Himmelstempel verließ, um bei den Menschen zu leben. Gewöhne dich nicht an sie, Fujin. Gefühle werden dich nur an der Ausübung deiner Pflicht hindern. Aber Krieger wie du und ich werden durch Gefühle stärker. Wir kämpfen nicht, um Feinde zu töten. Wir kämpfen, um unsere Lieben zu schützen. Deshalb schmerzt es so sehr, wenn wir scheitern. Tja, unglaublich. Vielleicht verstehst du es doch. Kronika kennt deinen Schmerz. Sie manipuliert dich damit. Jacqueline ist auf dem Weg hierher. Kronika will, dass du mit ihr kämpfst. Schlimmer. Ihr Herz bricht. Verhält sich so jemand, dem du oder deine Familie irgendetwas bedeuten? Nicht fertig. Beuge dich Kronikas Willen. Zum Godzilla. O Sicilo, O Makeio! Kannst du kämpfen? Ich tue, was ich kann. Kronika versprach die Zukunft, aber ihr werdet keine haben. Ihr seid selbst an diesem Schicksal schuld. Fight! Du solltest dich besser um dein Schicksal sorgen, Cetrion. Thank you.
Nun, Shang Tsung, deine Strategie war wohl doch richtig. Natürlich war sie das. Hoch mit den Händen, Shang Tsung! Du auch, Sindel, wenn sich auch nur ein Haar regt. Beruhige dich, Mädchen. Dad? Wie kommst du hierher? Wir alle kämpfen zusammen gegen Kronika. Ja, und jetzt bringen wir das zu Raiden. Ist das eine Krone? Kronikas Krone. Ohne sie wird sie die Geschichte nicht neu starten können. Auch Zeit für gute Neuigkeiten. Jetzt, wo wir sie haben, ist alles neu und unbekannt. Wir haben diese Zeitlinie nun verändert. Richtig. Niemand kann sagen, was geschehen wird, nicht? Einmal ich. Ich muss zurück zur Außenwelt und Kitana Khan helfen. Danke für die Unterstützung. Wir treffen uns in 6 Stunden an der Blutsee. Bis zu unserem nächsten Kampf. Zauberer. Ich folge der Briggs-Familie und informiere die Spezialeinheiten. Möge der große Geist dich beschützen. Und dich erst recht, Fujin, wenn Raiden dich mit Shang Tsung zusammensieht. Dieses Scheitern ist allein meine Schuld. Nein, ich habe Shang Tsungs Brillanz unterschätzt. Der Lehre zu entkommen, aus der Zukunft zurückzukehren. Ich begegne ihm erneut, Mutter. Dieses Mal werde ich siegen. Ich muss gehen. Dieser Shang Tsung ist im Besitz der Krone, das macht ihn viel zu gefährlich. Und ich bezweifle, dass seine neuen Verbündeten diese Gefahr überhaupt erkennen. Sind deine Shaolin-Meister bereit? Sie werden bis zum letzten Mann kämpfen. Ja, das wird wohl nötig sein. Wenn Karon uns nicht hilft, wird es zu keinem Kampf kommen. Gibt es Neuigkeiten von Großmeister Hasashi? Nein. Wenn wir nicht bald von ihm hören, kehre ich zurück ins Unterreich. Falsch, Scorpion. Das verheißt nichts Gutes. Hol Raiden. Die Feuergärten stehen wieder. Die Shirai Ryu wurden wiederhergestellt. Warum bist du hier, Scorpion? Wo ist Großmeister Hasashi? Er ist tot. Und nun willst du uns erledigen. Ich verstehe dein Misstrauen, aber ich bin hier, um euch zu helfen. Das kann ich einfach nicht glauben. Was tut er hier? Wir sind keine Verbündeten. Du willst also helfen. Beweis es. Kämpf mit mir gegen den Zauberer. Das werde ich. Fujin? Raiden dachte, du wärst verloren, als die Zeitlinie brach. Aber du kämpfst für Shang Tsung? Wir haben wichtige Neuigkeiten für Raiden. Bitte, lasst uns durch. Das könnte ein Trick des Zauberers sein. Seine Anwesenheit wird die Feuergärten nicht entweihen. Ich kann nicht fassen, dass du zu Shang Tsung übergelaufen bist, Fujin. Wie konnte er dich nur so irre leiten? Fight.
hinweg! Erst zu, bevor du urteilst. Danke, Fujin. Der Sturm ist noch nicht vorbei. Shang Tsung. Wir müssen mit dir reden, Bruder. Wir, Fujin? Seit wann bist du mit diesem Abschaum befreundet? Ich bin hier, um dich zu retten, Raiden. Wir kommen aus deiner tragischen Zukunft. Darin besiegt Liu Kang Kronika. Aber im Kampf zerbrach ihre Krone. Ohne sie konnte die zerstörte Zeitlinie nicht repariert werden. Unsere einzige Hoffnung war, zurückzukehren, die Krone zu stehlen und ihre Macht einzusetzen. Jetzt können wir den Ausgang des Kampfes gegen Kronika ändern. Sie besiegen und die Zeit reparieren. Ich habe dich nie für so naiv gehalten, Bruder. Shang Tsungs Lügen dienen immer nur ihm selbst. Wie konntest du darauf hereinfallen? Sei vernünftig, Raiden. Verbreite deine Lügen woanders, Zauberer. Uns täuschst du damit nicht. Lord Raiden, hören wir zu. Vielleicht sagt er die Wahrheit. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Jetzt, Shang Tsung, die Wahrheit. Raiden, halt ein! Tritt zur Seite, Liu Kang. Leg das Amulett ab. Seine Dunkelheit ergreift Besitz von dir. Du betrügst mich auch? Das ist der falsche Weg. Shang Tsung ist diesmal nicht unser Feind. Die Reiche stehen auf dem Spiel und du bildest diese infame Allianz? Genug mit diesem Wahnsinn. Wenn ihr beide sterben wollt, dann bitte. Mein Bruder ist mein Problem. Ich sage, wenn ich Hilfe brauche. Shinnoks Amulett entflammt deinen Zorn und trübt dein Urteil. Vertraue mir. Fight! Hör mir zu, Bruder. Uns bleibt kaum noch Zeit. Ich bin ein Narr. Ich habe mich selbst zum Sklaven des Zorns gemacht. Ich lasse nicht zu, dass meine Wut unserem Ziel im Wege steht.
Ihr scherzt doch, Lord Fujin. Im Gegenteil, Lukang. Raidens Kraft macht dich zum Feuergott. Klar tut sie das. Leider kann ich meine Kräfte noch nicht auf Lukang übertragen. Erst muss ich seinen Wiedergänger von Quan Chis Fluch befreien. Wir werden den Wiedergängern bald entgegentreten. Was kannst du uns sonst noch über den letzten Kampf sagen? Wir brauchen jeden Vorteil. Schon einmal besiegt, Chroniker. Natürlich, Fujin. Wie sonst konntest du der Lehre entfliehen? Wenn du es weißt, akzeptiere das Unvermeidliche. Ergib dich. Aber meine Niederlage war nicht dein Sieg, Raiden. Hätte dein zukünftiger Retter die Kontrolle über mein Stundenglas, wären wir nicht hier. Diese Zeitlinie würde nicht mehr existieren. Es kann wohl nicht schaden, deine Vermutung zu prüfen. Selbst wenn du mich besiegst, was dann? Wer beansprucht das Stundenglas? Dir ist doch klar, dass Shang Tsung eure Allianz verraten wird. Wir sind vorbereitet, Chroniker. Seid ihr? Fragt ihr euch denn gar nicht, weshalb Shang Tsung so viel über die Krone weiß? Weil er deinem Befehl folgte und dafür Seelen gesammelt hat. Shang Tsung ist viel zu bescheiden. Er hat die Krone entworfen. Niemand außer mir weiß mehr über ihre Macht. Hätte ich es dir gesagt, säßen wir immer noch am Anfang der Zeit fest und würden miteinander streiten. Du entscheidest, Raiden. Wer soll für immer für die Zeit verantwortlich sein? Ich oder Shang Tsung? Weder noch, Chroniker. Du wirst besiegt. Und wenn Shang Tsung uns verrät, erledigen wir ihn. Du bist ein Narr, Raiden. Schicke die Reiche nicht in die Vergessenheit. Verwundbar, Chroniker.
Ich erkläre dir ihre Funktion. Was ist passiert? Kronika kam her, um die Krone zu holen. Wir haben sie verjagt. Schlagen wir zu, solange sie schwach ist. Treffen wir uns mit den Armeen an der Blutsee. Zusammen stürmen wir Kronikas Insel und übernehmen das Stundenglas.